Noch immer ist es nicht gelungen, den Ausbruch des E. coli-Bakteriums zurückzuverfolgen, an dem Tausende erkrankt und bereits mehr als 30 gestorben sind. Nach Gurken, Tomaten und Salat sollen es jetzt Sprossen sein, doch wie die Bakterien in die Sprossen gelangt sind, ist offen. Klar ist nur, dass dieser E. coli-Stamm absolut anders ist als alle bisher beobachteten oder erforschten. Wenn E. coli-Bakterien den Menschen befallen, nisten sie sich an den Wänden des Dünndarms ein, wo sie einen Giftstoff produzieren, der ins Blut gelangt und der zu Nierenversagen und schließlich zum Tode führt, wenn keine Behandlung vorgenommen wird. Das E. coli-Bakterium, das sich jetzt verbreitet, E. coli 0104, ist eine wesentlich aggressivere Variante der Bakterie. Sie stapeln sich quasi bausteinartig aufeinander, was den Effekt verstärkt und das Bakterium robuster macht. Außerdem trifft das Bakterium in viel größerem Umfang bei erwachsenen Menschen auf als bisher bekannte Kolibakterien. Bei einer Analyse des Erregers in einem Pekinger Genetikinstitut hat man festgestellt, dass das Bakterium gegen 8 verschiedene Antibiotika genetisch resistent ist und eine erhöhte Menge des Giftstoffs produziert. Die normalen Behandlungsmethoden werden dadurch extrem erschwert. Bisher gibt es über 4000 Fälle gemeldeter Erkrankungen und trotz der Verlagerung von Fachpersonal und medizinischem Gerät, zum Beispiel für die erforderlichen Bluttransfusionen, in Krankenhäuser im Norden Deutschlands, sind die Krankenhäuser dort überfordert. Das ging sogar so weit, dass Triage offen diskutiert wurde, also die selektive Behandlung von Patienten aus Mangel an Kapazitäten. Mediziner mussten aus dem Ruhestand zurückgerufen werden, weil die jüngeren Kollegen keine Erfahrung mit derartigen Erkrankungen haben. Und gerade weil die bisherigen Erklärungsversuche alle keine zufriedenstellenden Ergebnisse geliefert haben, sollte man die Hinweise ernst nehmen, dass etwas ganz anderes in Zusammenhang mit diesem mysteriösen neuen Bakterienstamm steht: die Herstellung von Biogas. Der Gründer des Medizinlabors Schottdorf MVZ in Augsburg, Bernd Schottdorf, sagte der Welt am Sonntag: In den Gärbehältern der Biogasanlagen entstehen Bakterien, die es zuvor noch nie gegeben hat. Sie kreuzen sich und verschmelzen miteinander. Was da genau passiert, ist weitgehend unerforscht. Führende Veterinäre und Labormediziner in Deutschland fordern deshalb eine gründliche Untersuchung aller Biogasanlagen, die ein Grund dafür sein können, dass es zu neuen gefährlichen Kreuzungen von E. coli-Bakterien kommt. Der Gründer und Leiter der Agrar- und Veterinärakademie in Horstmar, Ernst Günther Hellwig, schloss sich Schottdorfs Einschätzung an. Das E. coli-Pathogen könne durchaus mit Biogasanlagen in Zusammenhang stehen. Bei dem Versuch, den Ursprung von Botulismus zu finden, einer nahrungsmittelvergiftenden Bakterie, kamen Forscher in Deutschland übrigens auch zu ganz ähnlichen Schlüssen. In Biogasanlagen müssen aufgrund der Produktionsverfahren ideale Lebensbedingungen für Bakterien geschaffen werden. Für den Gärungsprozess, durch den vor allem Methan entstehen soll, braucht man konstante Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad Celsius in einem sehr feuchten Klima. In Deutschland gibt es 6.800 solcher Biogasanlagen. Bis zu 80% des Gärsubstrats aus den Anlagen kommen als Düngemittel wieder auf die Felder, mitsamt den Bakterien und Krankheitserregern, die sich darin hervorragend vermehren können. Deutschland wurde genauso wie die USA in die angeblich umweltschonendere Produktion von erneuerbaren Energien gelockt. Als die Bioethanolproduktion dort hochgefahren wurde und überall Destillerien wie Pilze aus dem Boden schossen, haben Forscher der Universität von Kansas festgestellt, dass die Verfütterung von Nebenprodukten der Bioethanolproduktion zu einer doppelt so hohen Kolibakterienproduktion in den Mägen von Kühen führte. Die Folge dieses Rückschritts bei der Hygiene des Nahrungsmittelanbaus haben wir dem Umbau der Landwirtschaft zur sogenannten ökologischen Landwirtschaft, der Treibstoffproduktion aus Nahrungsmitteln und einem stark erhöhten Wettbewerb in der Landwirtschaft zu verdanken. Die Öko-Ideologie, die mit dem grünen Wahnsinn eingeführt wurde, spielte eine ganz grundlegende Rolle. Anstatt chemisch reinere und verbesserte Düngemittel zu verwenden, werden diese verboten. Wenn nicht durch Entscheidung hier im Land, dann auf Anordnung des Kommissariats in Brüssel. Von Sachverstand oder gesundem Menschenverstand kann hier lange nicht mehr die Rede sein. Aber egal, ob die EHEC-Infizierung nun aus Unachtsamkeit entstand, ob sie aus biologischen Waffenlaboren kommt, was sich bisher eben auch nicht komplett ausschließen lässt, oder ob sie die Folge ideologisch grüner Rückschrittlichkeit ist, es gibt leider auch Menschen, die die Verbreitung solcher Epidemien und das Wiederaufleben bereits besiegter Krankheiten gut finden.
Prinz Philipp und Bertrand Russell waren dabei sicher bisher am lautstärksten zu vernehmen, aber sie sind längst nicht die einzigen Vertreter der Oligarchie, die so denken und auch so handeln. Die zunehmende Immunität von Bakterienstämmen gegen Antibiotika ist laut Weltgesundheitsorganisation bereits seit mindestens 10 Jahren bekannt. Wer den Zusammenhang zwischen Finanzkollaps und dem Zusammenbruch der physischen Wirtschaft immer noch nicht versteht, sollte jetzt langsam aufwachen, denn hier zeigt sich genau das dunkle Zeitalter, vor dem Lyndon LaRouche gewarnt hat. Eine biologisch-strategische Verteidigungsinitiative, die wir schon vor langer Zeit vorgeschlagen haben, hat heute eine absolut entscheidende Voraussetzung. Die erfolgreiche Umsetzung des Trennbankensystems durch das Glass-Steagall-Gesetz erst in den USA und dann international.